Bekommen Rentner jetzt auch 12% Rentenerhöhung, weil es zum 01.01.2024 12% mehr Bürgergeld gibt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich hatte es ja in einem Video schon mitgeteilt, dass zum 01.01.2024 eine Bürgergelderhöhung von ca. 12% geben wird. Der zuständige Minister, Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, hat am 29.08. in einer Pressemitteilung und auch in einer Videoschalte da mitgeteilt, dass es ca. 12% mehr Bürgergeld in den Regelsätzen geben wird. Also Regelsatz Bedarfsstufe 1 zum Beispiel geht es jetzt hoch auf 563 Euro, also knapp 60 Euro mehr. Und dann bei den verschiedenen anderen Regelbedarfen ist es nicht ganz so viel, aber doch im Schnitt 12%. Ja, und er begründet das letzten Endes damit, dass hier auch ein inflationsbedingter Mehrbedarf da ist und dass der ausgeglichen werden muss. Und deshalb wird hier schon so hoch angesetzt. Meine Damen und Herren, daraufhin habe ich dann eine E-Mail bekommen mit der spannenden Frage, mit der berechtigten Frage auch, warum bekommen wir Rentner nicht diese, bekommen wir Rentner jetzt auch die 12% mehr Rentenerhöhung als inflationsbedingten Mehrausgleich? Meine Damen und Herren, nein, das wird so nicht sein. Das tut mir leid. Die Rentenerhöhungen sind nicht an die Bürgergelderhöhungen gekoppelt. Das heißt also, wir reden hier über eine Rentenerhöhung im Jahr 2024, zum 1.7.2024, und zwar abhängig von den Lohnerhöhungen. Und ich hatte ja in einem weiteren Video zu diesem Thema Lohnerhöhung was gesagt. Ich erwarte für nächstes Jahr 2024 eine doch sehr, sehr deutliche Rentenerhöhung. Denn wir haben in den ersten beiden Quartalen 2023 erhebliche Nominallohnanstiege. Die Nominallohnanstiege waren deutlich über 5% im zweiten Quartal 2023. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2022 waren es sage und schreibe 6,6% mehr Nominallohnanstieg. Das heißt also, wenn wir ausgehen von diesen Größenordnungen, dann kann mir nicht Angst und Bange sein, dass es nächstes Jahr auch eine deutlich hohe Rentenanpassung geben wird. Aber 12% Rentenerhöhung, nur deshalb, weil die Regelsätze im Bürgergeld angehoben worden sind, wird es nicht geben. So sehr ich mir das für Sie selbstverständlich auch wünschen würde. Ich würde mir auch wünschen, dass es zum 1. Januar 2024 eine Sonderrentenerhöhung geben soll, damit endlich hier die Diskussion aufhört, dass die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland hier auch einen kleinen Ausgleich bekommen dafür, dass inflationsbedingte Mehrkosten da sind. Die aktuelle Politik und auch die Ökonomen in Deutschland gehen davon aus, dass die Inflation sich bis zum Jahresende auf rund 4,5% einpegeln wird, was ja schon mal eine ganz gute Sache wäre. Aber im Kern frisst die Inflation jetzt auch die Nominallöhne auf, sodass wir im Vergleich zum zweiten Quartal 2022 einen Reallohnanstieg von sage und schreibe 0,1% haben. Darüber freuen sich sogar die Leute schon, dass sie real jetzt etwas mehr in der Tasche haben als durch die inflationsbedingten Kosten, die doch vom Nominallohnanstieg abgezogen wird. Wir reden hier von einer Inflation aktuell von 6,5%. Meine Damen und Herren, das war's wieder einmal zum Thema Rente und Rentenerhöhung 2024. Ein sicherlich extrem spannendes Thema. Ich warte auch wirklich auf die neuesten Zahlen aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, aus dem vom Rentenversicherungsbericht eventuell, der dann kommt, und den Schätzungen Ende des Jahres 2023. Da kriegen wir dann schon mal so eine kleine Richtung, wo es in Richtung Rentenerhöhung 2024 hingehen wird. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.